Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und ich denke mal, ziemlich sicher sogar, dass wir heute die MK2-Turbinen freischalten können. Wir könnten es wahrscheinlich sogar jetzt schon machen. Aber wir waren das letzte Mal ja hier stehen geblieben und zwar brauchen wir noch viel mehr Gewebe für das ganze Methan und Wasserstoff und Sauerstoff und was weiß ich alles. Da kommt aktuell nicht viel an. Die einzige Anlage ist die hier und die läuft nicht zu 100%. Und das ist auch gut so, weil die nutzt nur das Wasser von diesen Flüssigkeitsaufbereitern. Das passt schon so. Gut. Dann habe ich jetzt hier, weil wir haben hier zwei Lager mit diesem Polymerharz, einen intelligenten Splitter hingesetzt. Der tut den Überschuss auf dieses Band hier drauf. Das heißt, ich könnte, glaube ich, noch zwei Anlagen hinstellen und dann bin ich aber wahrscheinlich auch schon zu Ende mit dem Polymerharz. Müssen wir mal gucken. Aber insgesamt vier beziehungsweise dreieinhalb Anlagen, weil die läuft ja nicht wirklich zu 100%. Könnte man mal gucken. 57, okay. 57% läuft die. Auf jeden Fall kommt aktuell viel zu wenig an und das ist nicht gut. Und genau, dann machen wir es halt weiter. Wir brauchen eigentlich nur noch hier die Splitter setzen. Da hinten haben wir den Steg schon gebaut für das Wasser, was dann herkommt. Und dann sind wir soweit eigentlich fein. Gut. Und bis dahin sollten die Kobaltplatten fertig sein. Dann können wir endlich hier mit dem Strom weitermachen. Ich bin gespannt. Gut, die Dinger brauchen natürlich noch Strom. Kann ich die auch mal reinschalten? Nee, schade. Bäm, bäm, bäm und... hier, gut. Rezept, das war das hier, genau. Vielleicht könnten wir sogar noch eine setzen. Ich weiß gar nicht, wie viel Polymerharz wir produzieren. Okay, ich sehe gerade, wir brauchen zwei Wasserextraktoren sogar. Heftig, das ist natürlich Schmarrn, was ich hier gemacht habe, lol. Die Pipeline muss hier auch noch runter. Oder unten drunter durch, besser gesagt. Jetzt. Kisten habe ich keine, oder? Gut. Machen wir einfach so. Dann passt das schon, hoffe ich. Ich hoffe, dass mir jetzt nichts ausgeht. Das wäre Katastrophe. Wir könnten gleich mal gucken, wie es mit dem Strom ausschaut, wenn das Wasser läuft. Gut, Moment mal, ich könnte... Nee, das machen wir dann alles danach. Das fusionieren, aber das dauert ja eh 100 Jahre, bis das Wasser da ist. Das heißt, ich fusioniere das zusammen, während das Wasser herkommt. Komme ich da vernünftig drüber? Ja, ich denke schon, oder? Ja. Frage ist, komme ich jetzt... Nee, hier komme ich nicht mehr vernünftig drüber. Dann brauche ich auf jeden Fall hier nochmal Platz. Gut. Und sollten wir das mit dem Strom auch irgendwie halbwegs vernünftig schnell hinbekommen, geht es danach direkt weiter mit der Salzproduktion. In die Spinnenhöhle. Da habe ich ja schon richtig Bock drauf. Ich meine, ich könnte die auch auf Passiv setzen, aber nee. Gut, irgendwie da runter so. Schaut, glaube ich, ganz gut aus. Ich hätte es halt gerne mittig. Ja. Das ist okay. Hier ist die Foundation ein bisschen niedrig, aber das sollte eigentlich... Moment mal, das ist nicht mittig. Jetzt wäre es mittig. Geht das noch? Ja. Gut. Wie mache ich das jetzt hier? Moment mal.
Spezial. Ne, Quatsch. Produktion. Wir könnten übrigens auch das zweite Ölfeld irgendwann mal anschließen. Wir haben ja soweit hier alles gemacht, dass wir einfach nur noch das zweite Ölfeld anschließen. Ne, Quatsch. Moment mal. Wir haben schon das zweite angeschlossen. Stimmt. Mist. Ich brauche Strom. Na komm her. Mittlerweile mache ich das, den Schweberucksack, auch wenn er manchmal solche Faxen macht. Ja, lass mich wieder runter. Danke. Gut. Ah, schade, dass man die nicht irgendwie noch besser ausrichten kann. So, dass es halbwegs passt. Sieht gut aus. Dann machen wir gleich hierher. Wunderbar. Jetzt kommt mehr als genug Wasser. Wir könnten dann theoretisch nochmal zwei Anlagen hinstellen oder drei sogar. Ne, zwei. Und das Wasser würde locker reichen. Aber dazu brauchen wir erstmal mehr Polymerharz. Aber wenn wir irgendwann mal übertakten können, übertakten wir dieses Ölfeld einfach komplett und dann haben wir das da hinten wieder frei. Und da hinten haben wir eh noch ein bisschen Öl. Das sollte funktionieren. Gut. Wie geht's jetzt weiter? Genau, wir müssen zusammenfusionieren. Hier sollte mittlerweile ein bisschen was drin sein. Naja, okay, das sollte reichen eigentlich. Halt, Moment mal, wo kommt's denn raus? Auf der linken Seite. Oder? Ja, zumindest da. Ich denke mal, es ist überall so. Sollte so sein. Na komm schon. Und dann einfach da drauf. Bäm, dann kann schon mal das Überschüssige, oder das, was heißt das Überschüssige? Das bisschen eingelagerte Mist. Weiterverarbeitet werden zu Wasserstoffen, was weiß ich alles. Dass wir da keine Probleme bekommen bei der Kobaltplattenproduktion. Gut. Hier fehlt natürlich jetzt Wasser. Es sind jetzt überall 200 schon drin, ja. Krass. Und die Lager sind schon wieder voll. Oder? Ja. Und auch. So, Wasser. Oh. Mach hinne. Boah, ist es erst hier. Oh mein Gott. Ich würde schon gerne wissen, ob das funktioniert. Aber eigentlich sollte es funktionieren. Ich wüsste nicht, warum es nicht funktionieren soll. Aber man weiß es ja nie. Mit dem Sun schaut es auch gut aus. Es ist auch immer voll. Aber man muss sagen, allzu viel geschreddert wird jetzt nicht. Also doch schon ein bisschen, aber naja, gut. Hoffentlich kommt es da hoch, aber eigentlich schon. Dauert halt wahrscheinlich wieder 100 Jahre, bis es da oben ist. Ja, hier geht schon wieder ultra langsam was. Also ich verstehe ja nicht, dass die pumpen jetzt 120 Kubik. Ja, obwohl, bis die ganzen Pipelines vollgelaufen sind, allein das Stück hier hat schon fast 60 Kubik Volumen. Das dauert schon, ja, ja. Aber trotzdem könnte man hier, ja, so langsam, aber sicher, es wird wieder weniger, verdammt. Naja, ein paar Sekunden warte ich noch und wenn nicht, dann Entschuldigung, hoffe ich einfach, dass es was wird.
Jetzt fängt das Pumpen an. Das erkennt man immer schön, wenn es pulsiert, aber so wirklich krass geht's noch nicht. Jetzt wird's voll, oder? Jawohl. Und auf einmal geht's auf einen Schlag. Keine Ahnung. Jawohl, gut. Warten wir ganz kurz, ob das funktioniert, aber eigentlich schon. Ja, hier wird gestartet. Ja, das passt. Und dann hier sind wir auch gut. Alles klar, dann jetzt Kobaltplatten holen. Da fehlen uns eigentlich jetzt nur noch wie viel? 450 oder so? Wie viel habe ich denn einstecken? 550 habe ich einstecken. Ja, 450 fehlen uns noch. Die Inverplatten habe ich auch in der Tasche irgendwo. Da sind sie. Genau. Und die sollten eigentlich da sein, außer das Gewebe ging aus und die Produktion ist ins Stocken geraten. Das kann natürlich sein, aber hier, guck mal, da kommt das Gewebe. Das wird nicht lange halten. Ich hoffe, dass da halt einfach so viel kommt, dass es reicht. Wir brauchen ganz schön viel Gewebe, wenn man ehrlich ist. Ist noch nicht mal angekommen. Das erste Mal gleich hier. Gut, aber 15. A ist halt Ende. Wenn hier irgendwann mal vollgelaufen ist, dann sind die 15 auch wieder safe quasi. Oder ich hole mal irgendwann Gasfilter ab, aber die brauche ich halt wirklich nicht oft. Aber hier wird, Moment mal, hier wird übelst eingelagert. Ach so, dann hatte ich gar kein Gewebeproblem. Oh mein Gott. Dann passt das, alles klar. Ich wollte hier noch gucken. 19%. Und es ist Tag. Das heißt, wir sinken in der Nacht wieder ordentlich runter. Ich muss mich beeilen. Gut, das sollte jetzt ausreichen. Ja, perfekt. Wunderbar. Den Turbodraht haben wir ja schon. Geil, endlich, 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 endlich. Das hat jetzt super lange gedauert. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass, und ich hätte nicht gedacht, dass die MK2-Turbinen jetzt so ein brutales Problem werden. Aber was da alles dranhängt mit diesem ganzen Erzwaschen und dann mit den Säuren und was weiß ich alles. Aber wir haben es. Geil, endlich, Abfahrt. Hochspannung, bäm, was brauche ich dazu? Hoffentlich kann ich die Dinger auch bauen. Genau, wir brauchen dazu auf jeden Fall mal Heizkessel MK2 kann ich schon. Den Lösungsheizer kann ich auch schon. Mir geht es bloß um die beiden Teile. Turbine MK2, Shit. Invadore. Leck mich doch am Arsch. Und hier auch. Fuck, wo bekomme ich denn die jetzt her? Ach, nö. Hier könnten wir übrigens das Jetpack freischalten, aber das haben wir ja gefunden. Kann ich die schon machen? Tatsächlich. Was haben wir hier? Lötdraht. Moment mal, mal gucken. Ganz kurz. Jetzt müssen wir das auch noch machen. Kann ich sonst noch irgendwas machen, was ich vergessen habe? Ich sollte mal durchgucken wieder. Aber nee, Messingdraht, das haben wir sonst alles. Hier zumindest.
Hitzetank. Ich glaube, das brauche ich nicht. Das ist bloß für Flüssigkeiten, genau. Okay. Dann würde ich sagen, eine Anlage reicht. Lötrad haben wir in der Nähe. Wir haben die Inverplatten in der Nähe. Gut, dann müssen wir das bloß einlagern, aber das machen wir dann während der der Fabrikator vollläuft. Bekommen wir alles hin irgendwie. Und zwar, Moment mal, der Lötdraht, der kommt ja hier an. Vielleicht muss ich da noch mal kurz was ändern. Ja, doch verdammt viel Lötdraht. Ich habe hier das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem wie wie mit den Stahlbetonträgern. Moment, habe ich jetzt irgendwas Falsches abgerissen? Habe ich jetzt irgendein Band abgerissen? Nee, oder? Ich muss mir mal einen Überblick verschaffen. Genau. Das Draht kommt von da hinten. Und die Hälfte wird oben eingelagert. Und das ist natürlich ein Schmarrn. Weil hier. Das wird ja vernichtet. Das ist ja totaler Bullshit. Kann ich übrigens mal mitnehmen. Hier muss ich jetzt. Kann ich das eigentlich machen? Muss ich mal testen, ob ich die ersetzen kann. Nein. Schade. Okay, ich muss den abreißen. Den hier wahrscheinlich auch nochmal. Beziehungsweise, Moment mal. Und dann setze ich jetzt hier einen intelligenten Splitter drauf. Und dann geht geradeaus nur der Überschuss und nach links hinweg alles Unbestimmte. Jetzt muss ich wahrscheinlich aber den Liftarm nochmal neu setzen. Schon wieder hier alles. Warum komme ich nicht an diesen Arm da, an dieses Perleband dran? Doch, bin ich doch. Irgendwie hat das letztes Mal anders ausgeschaut. Naja. Genau. Wichtig ist dabei natürlich jetzt, weil jetzt kommt da hinten auch viel mehr an, aber wie schon gesagt, wichtig dabei ist, dass ich trotzdem mehr produziere, als ich verbrauche. Also ich bräuchte ein bisschen Überschuss, bräuchte ich. Und wenn es bloß 5 oder 10 sind, ich sag's jedes Mal, was sonst ist das da oben irgendwann mal leer. Aber eigentlich sollte das schon funktionieren. Gut. Dann kann ich ja theoretisch bloß nicht abstützen. Mir hier den Draht nehmen. Ich glaube, ich hätte das mit diesem intelligenten Verteilsystem da oben oder mit dem intelligenten Splitter überall machen sollen. Vielleicht mache ich das nachträglich noch. Aber ich habe schon gerade eben schon gesehen, was für ein Chaos das ist. Mal schauen. Gut, und jetzt kommen hier Inverplatten. Und hier machen wir jetzt das gleiche Spiel. Ah, mach mal hier. Intelligenter Splitter. Und zwar geradeaus, Überschuss, rechts, alles Unbestimmte. Es kommt halt noch nicht so viel an, weil wir akut Salzprobleme haben. Ich behaupte einfach mal, dass es daran liegt. So. Dann Produktion. Fabrikator. Autoself, geil. Machen wir einfach mal, würde ich sagen, so hin. Eine Anlage reicht. Bäm. Sind bloß 15 pro Minute, aber das sollte passen. Kann das schon mal rein?
da drüben kommt. Um die Platten. Strom. Hier habe ich gar keinen Strom in der Nähe. Ich merke es gerade. Das muss ich ändern. Hier. So, wunderbar. Wird produziert. Geil. Jetzt geht's ans Einlagern. Und da schauen wir mal. Ich habe hier oben halt fast keinen Platz mehr. Beziehungsweise doch, ein bisschen geht schon noch. Das heißt, ich brauche wieder zwei von diesen Containern. Bam und bam. Na, komm schon. Dann würde ich sagen, gehen wir hier runter. Denk mal, das geht. Also hier brauche ich tatsächlich keinen intelligenten Splitter eigentlich, weil es kommen bloß 15. Theoretisch. Mal schauen. Ich mache noch eine Reihe, was soll's. Gut, und dann, meine Freunde, geht's ab. Strom produzieren. Ich sollte aber erstmal gucken, ob ich dann alles hab. Nehmen wir die gleich raus. 24, das ist nicht viel. Passt wunderbar. Gut. Ich brauche auf jeden Fall. Ich sage jetzt mal, wir fangen mal mit 5 an, okay? 5 davon. 5 davon, ich sehe schon, mir geht ungefähr alles aus. Ach du Scheiße, 175 schwere modulare Rahmen. Aber die habe ich. Kobaltplatten habe ich auch. Warum ist hier mixed? Moment mal. Warum kommen da jetzt halt keine Kobaltplatten mehr an? Also es kamen noch 46 Stück an, aber das ist natürlich nicht viel. Och nö. Produktion ist hier. Uiuiui, hier kommt keine Koboldbahn mehr an. Und das liegt daran, dass hier kein geschmolzenes Kobold mehr kommt. Ach nein, Leute. Und das geschmolzene Kobold. Kommt von da hinten. Und hier fehlt Methan. Methan wird eigentlich hier produziert. Aber hier ist zu viel Sauerstoff drin. Deswegen. Ich habe noch 30. Und jetzt 20. Okay, das kann nicht funktionieren. Das stimmt. Shit. Kann ich Sauerstoff abdampfen? Eigentlich schon, oder? Eigentlich kann ich das Foto auslassen. Kohlenstoffdioxid, Luft und giftige Luft, Methan. Und hier heißer Dampf und Dampf. Scheiße, was mache ich denn mit dem Sauerstoff? Kann ich damit irgendwas machen? Ich kann es verpacken lassen. Ja klar, toll, super.
Zinn, Eisenblech, Flüssigkeitstank. Ach du Scheiße, hör mir jetzt auf damit. Na, ich hätte Zinn da. Ah, das müssen wir aber kurzzeitig mal anders machen. Und zwar. Moment mal, ich mache das jetzt kurz mit der Hand. Bin ich halt überhaupt kein Freund davon, aber. Dass es mal ein bisschen läuft. Gut. Ich könnte jetzt theoretisch. Den Überschuss, aber ich kann bei den Pipelines ja keinen Überschuss machen, das ist ja das Problem. Könnte ich verpacken und stellern. Und zwar hier. Mist. Ah, kacke, 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 kacke. Was kann ich da mit dem Wasserstoff noch machen? Sauerstoff. Ich kann es nicht anscheinend irgendwie abdampfen. Und ich will jetzt ja keine Produktionskette deswegen extra aufbauen. Und wenn ich das jetzt auf die andere Pipeline drauf fusioniere, können wir mal gucken. Die Frage ist halt natürlich, ob das dann auch nicht zu viel ist. Wo ist denn der Sauerstoff? Hier. Ja, hier ist der Sauerstoff ja auch schon voll. Oh, scheiße. Okay, gut, wir müssen das tatsächlich so machen, dass wir das irgendwie verpackt bekommen. Und dann stellern. Einlagern, stellern. Hilft nichts. Shit. Es ist immer irgendwas dazwischen. Gut, aber ich könnte jetzt trotzdem schon mal anfangen, den Strom zu machen, weil ich habe ja alles eigentlich. Bis auf die Invadore. Wie viel sind denn da jetzt da? 72, okay, da schaue ich gleich nochmal. Dann brauche ich Stahlschrauben. Schwere modulare Rahmen haben wir auch mehr als genug, Gott sei Dank. Und jetzt brauche ich noch einen ganzen Haufen von den Dingern hier. Ich sollte nochmal. Eisenstangen oder Stahlstangen? Eisenstangen, Schrauben holen. Und dann holen wir die Kobelplatten ab und dann gehen wir mal hinter und schauen. Und wenn wir dann Strom haben, dann schauen wir, ob wir das Problem gelöst bekommen mit dem Wasserstoff, ne, Sauerstoff. Und dann geht's ans Salz. Genau. So, so. Brauche ich sonst noch irgendwie großartig was? Auf jeden Fall hier Eisenstangen. Ich nehme noch mehr Schrauben mit. Dann Bleche. Wir haben hier nochmal Draht. Eisenplatten. Noch ein bisschen Foundation und dann war's das. Dann geht's ab. Gut. Ich werde nicht alles bauen können, aber zumindest mal ein bisschen. Dass wir ein bisschen mehr Strom haben, weil wir sind jetzt schon wieder bei 15%. Das ist kacke. Förderbänder brauche ich eigentlich nicht wirklich. So, ich bin gespannt. Wo sind die Foundations? Oder Beton in dem Fall. Hier. Dann hoffentlich haben wir noch ein paar Kobaltplatten.
Jetzt kommen sie wieder, aber es liegt halt daran, dass ich das mit der Hand gemacht habe. Das ist... Halt, Moment mal, ich nehme noch 3 Stück mit, dann habe ich 100. So. Ich hoffe bloß, dass wenn das jetzt hier nicht weiter läuft, also nicht weiter gut läuft, dass es keine Kettenreaktion gibt mit Stillstand und ich irgendwie gar nichts mehr auf die Kette bekomme. Aber eigentlich sollte das passen. Ja, schaut mal her, wie das Gewebe jetzt herkommt. Geil. Halt, Moment mal, ich bin ja dumm. Ich brauche ja keine Kobaltplatten, sondern die Invalore. Wieder alles zurück. Ihr habt euch wahrscheinlich gedacht, der Trottel. Dann spielt das Falsche mit. Aber sonst habe ich, glaube ich, alles. Ich brauche noch ein bisschen Gummi. Habe ich gesehen vorher für irgendwas. 25 waren es. Einer noch, komm. Ja. Glaube ich zumindest. So. Natürlich auch keine Meisterleistung. 150 Stück. Warum kommt da eigentlich so wenig an? Was ist das Problem? Nichts, es läuft. Es ist einfach so langsam. Naja, gut, dann ist das so. Aber wir starten schon mal. Wir haben jetzt 159 von 200. Wahrscheinlich hätte ich 160 gebraucht, um eine Anlage mehr zu bauen, aber naja. Das mit dem, Sauerstoff liegt mir jetzt ein bisschen auf. Kann ich daraus sonst vielleicht noch irgendwas anderes machen? Ich sollte mal gucken in der Forschung dann. Aber ich glaube, verpacken ist schon eigentlich, keine schlechte Idee. Weil wenn ich es dann doch wieder irgendwann brauche, kann ich mir das hernehmen und dann entpacken und dann habe ich es wieder. Wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich quasi ein Sauerstofflager. Ja. Obwohl der Sauerstoff nicht so problematisch war zum Herstellen. Man braucht halt Gewebe. Gut, man muss halt immer Gewebe in der Nähe haben. So, jetzt würde mich mal ganz kurz interessieren, wie das Polymerharzlager ausschaut. Ob sich das jetzt wirklich drastisch verringert oder ob das sich hält. Obwohl wahrscheinlich beides egal wäre. Hier habe ich halt noch Mischsachen drin, das ist auch nicht schlecht. Gut zu wissen auf jeden Fall. Es wird weniger, aber nicht dramatisch. Hier ist es noch voll. Okay, passt. So, jetzt muss ich wieder ganz kurz brainstormen. Wie ging das jetzt hier, verdammt nochmal? Und hätte ich mir vielleicht vorher anschauen können. Bei meiner anderen Anlage. Ich brauche auf jeden Fall mal einen Heizkessel, glaube ich. Nee, Quatsch. Also eine Heizkesselplattform brauchen wir auf jeden Fall. Oder? Nee. Eine Konverterplattform brauchen wir. Ich will erstmal einen zum Laufen bekommen. Und da kommt drauf die MK2-Turbine und der High-Voltage-Generator. Schockt mich nicht, aber das ist immer irgendwie, wenn solche Stromanlagen, das gleiche Problem hatte ich übrigens bei den Solaranlagen auch, dann geben die mir immer dieses Stromausfallgeräusch. Das ist natürlich jetzt nicht so schlau, dass das hier ist, der Ausgang, aber kann ich nichts ändern. Gut. Wie schaut es jetzt hier aus? Wir haben 57 Grad. Das ist gut. Dass wir das halbwegs gleich machen, dann gehen wir bis zu dem Foundation-Rand hin, ziehen das hoch, aber das ist doch nicht gerade, oder? Nein. So hoch wie es geht und gehen dann runter. Und der braucht natürlich jetzt Strom irgendwie. Das setze ich jetzt einfach mal hierher.
on. Aber warum? Es fließt heißer Dampf rein. Moment mal. Könnte es sein, dass ich meine komplette Anlage umdenken muss? Das wäre natürlich jetzt voll Katastrophe. Heißer Dampf wird produziert 60 pro Minute. Okay, er braucht auch 60. Das wäre hart gewesen. Muss ich irgendwas machen? Habe ich irgendwas verkackt? Achso, muss das am Stromnetz angeschlossen sein? Ja, ich bin so doof. Nice. Dann kann ich den anmachen und der ist an. Der bringt mir seit 400 Megawatt einer. Das ist super gut. Super gut. Das heißt, das machen wir jetzt gleich nochmal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie viel Treibstoff verbrauche ich eigentlich? Ich habe gar keinen Plan mehr. Weil Treibstoff wird unten drunter verballert. Er braucht 6 Kubik, das ist halt irgendwie lächerlich wenig. Kann das sein? Also im Gebäude sind 50 eingelagert und 6 braucht er. Das ist ja gar nichts. Hier kann ich ja 1000 Anlagen aufstellen. Da habe ich ja nie wieder ein Stromproblem. Naja. Dann kommt hier einer hin. Hier habe ich gar keinen Saft. Hier und... Und schon, Filigranarbeit hier. Bam, bam, bam. Die brauchen so viel Platten. Ich hab's gewusst, eine fehlt mir. Eine fehlt mir, dann hätte ich alle machen können. Gut, aber das ist nicht so schlimm. Das bedeutet, wir müssen einfach nur... Und wir haben auch ein Wasserproblem dann übrigens, glaube ich, gleich. Bin mir aber nicht ganz sicher, vielleicht haben wir das schon gemacht. Nee, um Gottes Willen. Hier rein, das können wir auch noch gleich machen, obwohl es nichts bringt. Gut. Dann bekommen die jetzt von mir alle da vorne. Der hat ein rotes Licht, das ist nicht gut. Habe ich so das Gefühl. Einen Strommasten hin. Warum, mein Freund? Okay, weil der Dampf voll ist. 60 pro Minute wird abgedampft. Jetzt könnte natürlich das Problem sein, dass ich jeweils einen Dampfkühlturm brauche, mehr oder weniger. Wenn das so ist, dann ist das so. Also, Moment mal. Spätstrom. Und wo kommt denn das raus? Von der rechten Seite. Egal, wir machen das schön vorne drauf. Machen wir gleich überall hin. Irgendwie ist das wirklich eine Rimmelarbeit. Gut. Dampf, Dampf, Dampf und... Dampf. Gut, das war jetzt schon sehr weit weg, muss ich zugeben. Wie viel kann der? Der kann 150 kann der machen. Theoretisch könnte ich... ...2 pro Anlage befeuern. Das machen wir auch. Glaube ich zumindest.
Gut. Zack. Und das passt natürlich nicht, war mir klar. Wunderbar, wollte ich schon fast sagen. Aber jetzt sollten die wieder anlaufen, richtig? 400 Watt, Megawatt, hier auch. Hier drüben noch nicht, okay, gut. Das bedeutet aber jetzt, wir laden, wir haben 6200 Produktion. Okay, das wird besser. Es wird besser. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben einen Verbrauch von, also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. 6 Kubik Treibstoff, das ist hier lächerlich. Wie viel Treibstoff produziere ich denn? 20 mal 4, das sind 80, das sind ja 13, 14 Anlagen. Ja lol, okay, geil. Aber, gut, Wasser habe ich auch schon geschaut, das Problem. Und da schaue ich lieber nochmal nicht, dass ich da irgendwie was falsch gemacht habe. Und zwar brauche ich Wasser 45 pro Anlage. Das heißt, ich kann 2 Anlagen machen. Genau. Das sind noch die alten Pipelines, das geht, das funktioniert so. Gut. Dann läuft das. Cool. Ich würde sagen, auf jeden Fall das nächste Mal machen wir die beiden noch fertig. Ja, die beiden noch fertig. Dann kümmern wir uns zwischenzeitlich mal ganz kurz um die Sauerstoffproblematik, die wir haben. Und dann mal gucken, mache ich hier weiter. Ich habe nämlich noch ultra viel Treibstoff über. Ich hier nochmal so eine Anlage hinstelle. Auf jeden Fall früher oder später auf jeden Fall. Oder ob ich dann noch davor das Salzprojekt reinschiebe, das weiß ich nicht. Aber so passt das jetzt. Wir haben Nacht. Und wir schwenken zwischen Akkubetrieb und Ding. Aber es fehlen ja noch 2 Anlagen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.